Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Yu-Gi-Oh! Reshef der Zerstörer. Und im letzten Part, da haben wir erfahren, dass wir gegen Mokuba kämpfen müssen. Und ja, dieser Gegner war nicht so leicht. Deswegen habe ich ein bisschen was an meinem Deck geändert. Hust, hust. Ich habe es eigentlich nochmal ein bisschen komplett auf den Kopf gestellt. Deswegen gehen wir jetzt hier durch. Gut, dann machen wir das Duell gegen Mokuba jetzt. Wie gesagt, ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was. Ja, ein bisschen was, ne? Gut, versuchen wir es mal. So, verteidigen. Okay. Frage. Ich spiele mal Überläufer. Dann nenne ich Tribut. Ich kann den Tributbeschwörung machen und den Vampirlord rufen. Wo ich aber tatsächlich nicht weiß, was er kann. Ist diese Karte zu Beginn ihres Zuges auf dem Friedhof und sie haben Platz auf dem eigenen Feld, wird sie wiederhergestellt. Ah. Das ist natürlich praktisch. Oh, okay. Ja. Ich glaube nicht mehr, dass unser Deck so OP ist. Wir haben jetzt stärkere Karten definitiv drin. Aber er hat eigentlich auch starke Karten. Seine Elfenzwillinge kriegen einen Boost von 500 irgendwas und haben halt dadurch 2470 ATK, was schon stark ist. Deswegen. Ja, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wir richtig platt gemacht werden. So. Können wir nochmal Tribut beschwören? Ich habe mir ein bisschen was gedacht bei dem Deck, wie ich es zusammengestellt habe. Definitiv. Ich wollte es halt nicht mega krass OP haben, aber ich wollte schon stärkere Karten drin haben. Und ich muss sagen, schade, dass er nicht seine guten Karten gespielt hat. Naja. Ah, mein Kopf, das tut weh. Großer Bruder, hilf mir, großer Bruder. Mokuba. Bist du wieder bei Sinn, Mokuba? Großer Bruder. Sag nichts mehr. Es ist vorbei, Mokuba. Großer Bruder. Ich habe jetzt eine Aufgabe für dich. Duelliere dich mit Pegasus. Dazu benötigst du meine Götterkarte, nicht wahr? Okay, ich gebe sie dir. Zetto, aber nur wenn wir uns erst duellieren. Alle Karten werden nur im Duell ausgetauscht. Wir Duellanten verstehen uns ohne Worte. Komm, Simme. Meine stärkste Karte wird dich vernichten. Obelisk der Peiniger möge das Ergebnis verkünden. Okay, dann machen wir halt zwei Duelle hintereinander. Verstehe schon. Okay, das hat besser funktioniert als gedacht. Spielen wir Gierfried. Einmal kurz Tribut beschwören. Und so. Okay. Spielt halt seine Vernichtungskarte. Oh, dich wollte ich nicht spielen. Naja, auch okay. Naja. Damit haben wir das Duell gewonnen. Die Kapazität deines Decks ist um 3 gestiegen. Du hast und blauiger weißer Drache bekommen. Cool. Ah, eure Kräfte waren ausgewogen. Simmes reiner Geist entschied das Duell. Der reine Geist, den ihm andere Duellanten gaben. Vielleicht kann dieser reine Geist auch dem Dunklen trotzen. Ein Verlierer hat nichts zu sagen. Du hast dir das hier verdient. Mir ist es egal, ob Pegasus oder Reshef. Aber fällt besser nicht mit meiner besten Karte. Aber du hast den Peiniger erhalten. Komm, Simme, wir müssen gehen. Es ist an der Zeit, Reshef den Dunklen einzuschließen. Okay. Scheint so,
als wäre das der letzte Part. Herzlichen Glückwunsch, willkommen Duelland. Du warst hartnäckig und entschlossen. Also bist du, Simme, am Ende übrig geblieben. Ich soll... Schewalski, begrüße dich. Pegasus, mach diesem Unsinn sofort ein Ende. Habe mich meiner Vergangenheit entledigt. Ich bin nicht mehr Pegasus, ich bin Sol Schewalski. Das hat dich hierzu getrieben. Es ist noch nicht zu spät. Ich auch so. Es ist noch nicht zu spät. Bring Reshef den Dunklen in sein Gefängnis zurück. Was, warum sollte ich? Eine herrliche Welt, in der Reshef alle Macht besitzt. Was stört dich daran? Naja, es gibt schon vieles, was mich daran stört. Steht unter dem Einfluss des Dunklen. Die vollständige Auferstehung von Reshef, dem Dunklen, welch besseres Opfer als der Geist eines besiegten Duellanten und die Kraft Yugis, der einzige, der mich je besiegte. Ich besitze hier diese Macht. Kein anderer Duellant kann mich schlagen. Du wirst verlieren. Du wirst Reshef dem Dunklen geopfert. Hält das die Teile des Millenniumspasses in den Händen. Komm, es ist alles vorbereitet. Wir duellieren uns und du verlierst. Du hast keine Wahl. Bitte, Simmer, befreie Pegasus Geist von Reshef. Gut. Anscheinend fange ja ich an. Aua. Okay. Wie immer das und das. Dann spiele ich mal das. Okay. Kann ich meine Karte wieder haben? Ein Zauber, der ein Monster auf dem Spielfeld des Gegners für sich gewinnen kann. Das Monster wechselt nach dann die Seiten. Also bleibst du dann? Ja, wie viele Lebenspunkte hast du denn bitte? Oh, du hast echt noch viel. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, tatsächlich. Denn dann passiert das. Okay. Wollte den weißen Drachen sowieso nicht behalten. So. Sieht auch noch verräterische Schwerter. Uff. So, nachdem wir ein neutrales Feld haben. Ach, mal angreifen hier. Ja, gut. Ja, gut. So. Wow. Damit beenden wir es. Schön. Nach 5 Versuchen haben wir es auch bekommen. Hinbekommen. Da haben wir Schewalski besiegt. Es kann nicht sein, unmöglich. Wie konnte ich mit Reshefs Macht verlieren? Reshef der Dunkle, ich befehle dir, kehre zu deiner Steintafel zurück. Was geschieht? Nein, was ist mit mir passiert? Erscheint, du bist aus deinem Albtraum erwacht. Was habe ich getan? Was beinahe allen Verderben gebracht hätte. Ich wurde gesteuert, dennoch, ich sammelte die Geister besiegter Duellanten. Reshef braucht die negative Energie der Niederlage. Er wird sie für sein letztes Ritual benutzen. Die Burg ist in ihrer Schutzsphäre eingeschlossen. Es gibt kein Entkommen von Reshefs letztem Ritual. Das letzte Ritual der Menschen der Antike. Reshef vollzieht es mit der Energie der Niederlage. Reshef
Der Chef nimmt wieder seine Form an. Es nutzt nichts, wir sind erledigt. Alle Duelle von Simme, um hierher zu gelangen. Die ganze negative Energie der besiegten Duellanten. All diese Kraft ist in Reschef vereint. Der Dunkle hat sich erhoben. Wir können ihn nicht besiegen. Das Ritual wird doch durch einen absoluten Duellsieg verzerrt. Der Dunkle ist unglaublich stark geworden. Simmer ist ebenfalls. Es ist ebenfalls erstarkt, aber. Wovor hast du denn Angst? Mit meiner Karte kannst du den Sieg davontragen. Simme, Seto hat recht, Simme. Ich weiß nichts von einem letzten Ritual, aber von deinem Sieg bin ich überzeugt. Yugi, ich habe dir Furchtbares angetan. Was? Ist das ein Wunder? Es ist unglaublich. Wir haben nichts von Reschef zu fürchten. Mein Geist ist mit allen Duellanten verbunden, mit denen ich je gekämpft habe, auch mit deinem Simme. Schütze die Kameradschaft der Duellanten und nütze den wahren Geist der Duellanten. Das wird selbst den Dunklen schürzen. Wir alle gemeinsam, wir werden Reschef vernichten. Genau. Komm her, Blauauge. Okay, Blauäugiger bitte. Geh! Die heiligen Seelen der Duellanten. Die reinen, stolzen Geister der Duellanten haben sich vereint. Vielleicht. Jetzt, Simme, jetzt. Sperre Chef auf ewig ein. Okay, ich habe mich gerade gewundert, hä? Als ob das so das Ende ist. Okay. Ich spiel dich. Spiel dich so. Spiel dich in Verteidigung. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. Sieg. Ja, wir haben gewonnen. Was? Okay. Wir haben gewonnen. Cool. Oh mein Gott. Duell-Sieg. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Ja, reißende Tribut bekommen. Schön. Wir haben es geschafft. Puh. Ist es vorbei? Ja, ist vorbei. Reschef nähert sich von der Finsternis in den Seelen der Duellanten. Die Angst vor der Niederlage stärkt ihn, doch unsere stolzen Geister als Duellanten siegten. Nicht so voreilig. Ah, schon wieder? Ach Leute, wir haben es endlich geschafft. Nach 2,5 Stunden. Nein, der Chef, er bohrt sich in meine Seele. Hat die Finsternis in meinem Herzen entdeckt. Warum fürchte ich die Niederlage? Chef der Dunkle, ich gewährte dir Zugang zu meiner Seele. Ich ließ dich ihre Finsternis erkunden. Half dich freizusetzen. Aber ich werde nicht gegen dich verlieren. Jetzt, Simme, versiegle mich, solange der Chef in mir gefangen ist. Für meine Taten gibt es keine Vergebung. Muss für meine Verbrechen büßen. Jetzt schnell, bevor meine Seele von Reschef verzerrt wird. Simme, es gibt keine Alternative. Zoll dem Stolz des Duellanten Pegasus Tribut. Danke, Simme. Ich bin froh, dass ich mein letztes Duell gegen dich führte. Es ist vorbei, Simme. Diese Burg wird nicht viel länger standhalten. Es wird gefährlich. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Simme, wir müssen hier raus. Hey, alle hierher. Oh, alles kaputt. Oh, wir haben es wirklich geschafft. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat es einfach gefallen. Dann lasst doch einfach gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder Projekt Let's Play, whatever, wieder. Was nicht so lange dauern wird. Oder was nicht so lange dauern wird. Im Sinne von, was für mich nicht so lange zum Spielen dauern wird. Oder was ich so lange oder so viele Tries brauche, sagen wir es mal so. Und das nächste Projekt steht ja auch schon an. Relativ bald.
Aber jetzt genieße ich erstmal meine wohlverdiente Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao, ciao.